Moin Leute, Trimax hier. Wir hatten ein Schachturnier in der No-Food-Challenge, Adi gegen mich. Und ich habe noch nie mein Leben Schach gespielt. Ich weiß mit Ach und Krach, was die Figuren können. Ich wusste nicht mal, wie man ein Schachbrett aufstellt. Also ich kann gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und Adi weiß zumindest, wie das Spiel funktioniert. Er ist trotzdem shit, aber er weiß, was er macht. Das ist schon mal was. Und der beste Schachspieler Deutschlands oder auch der größte Creator für Schach in Deutschland hat darauf reagiert, The Big Greek. Und der hat jetzt angeschaut, was wir da gemacht haben und das kommentiert. Und die Leute in den Kommentaren waren stinksauer. Was ich aber nicht begreifen kann, weil ich kann kein Schach. Ich sage, ich kann kein Schach. Ich muss Schach spielen. Ich spiele Schach. Leute rasten aus. Warum? Ja, ich glaube, diese Schach-Community, das ist so eine ernste Community. Ne? Die kennen keinen Spaß. Ja, die sind so, ja, wir sind selbst jetzt dieses Spiel. Die wollen nur die wollen so einzelne Züge analysieren. Und bei uns ist wahrscheinlich jeder einzelne Zug Trash. Okay, dann würde ich sagen, drüber auf Play. Okay, ganz kurz zum Verständnis der Zuschauer. Der hat jetzt unsere ganze Schachpartie, jeden einzelnen Zug nachgespielt. Und dass er das uns jetzt wie so zeigen kann. Und links dieser Stab zeigt, wer gerade im Vorteil ist, ich oder Max. Und ich habe das große Ziel, dazu zeigt immer, was der bestmögliche Zug ist in diesem, was man gerade machen kann. Und ich hoffe, dass ich einmal den bestmöglichen Zug gemacht habe, den man machen kann. Das hoffe ich. Wahrscheinlich die ersten vier, wir sehen es. Wollen wir mal schauen, was die beiden da zelebriert haben. Ich kann jetzt schon verraten, am Ende wird eine Geschichte vorkommen, die bei Anfängern immer wieder ein Problem darstellt. Und ja. Was stellt bei Anfängern immer wieder ein Problem dar? Aber ich muss immer sagen, ja? ich guck viel The Big Greek und der ist immer respektvoll. Auch wenn wir jetzt nicht die Besten sind, ist er immer respektvoll, obwohl der wahrscheinlich komplett ausrasten könnte bei dem, was wir gespielt haben. So geil. E5, Springer F3, Springer F6. Ah, gut gespielt, Max. Springer C3, normale Entwicklungszüge erstmal. Vor allen Dingen da, wir haben ja so mit Zeit gespielt, nur wenig Zeit. Ich habe gar keine Ahnung von Schach. Also wirklich das war mein erstes richtiges Schachspiel wahrscheinlich in meinem Leben. Und ich hatte gar keine Ahnung und ich wollte einfach Selbstbewusstsein ausstrahlen und habe immer die Uhr gedrückt, habe immer ganz schnell einen Zug gemacht und die Uhr gedrückt. Und ich habe einfach die ersten 4, 5 Züge Adi nachgemacht und dann dachte Adi, ich habe ihn verarscht. Ich bin ein guter Schachspieler und weiß genau, was ich da mache. Aber ich habe einfach nur gespiegelt. Springer C6. Das ist das Vier-Springer-Spiel. Das ist eine ganz normale Eröffnung. Die wird viel gespielt. Eine ganz normale Eröffnung habe ich da einfach mal gespielt. Gut gemacht, Max, Digga. Ganz Danke. Normale Eröffnung. Ja, das ist meine Standard. Das ist meine Go-To-Eröffnung. Ja. Spielen sie zurzeit auch sehr viel. Läufer C4 entwickelt den Läufer. Das ist vernünftig. Ich werde jetzt nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen und viel bessere Varianten zeigen. Läufer C4 ist schon okay. So, Läufer D6 ist der erste Zug, wo ich... Digga, da habe ich dich versucht zu spiegeln. Hab das noch nicht mal geschafft. Digga, jetzt nimmst du einen Zopf. Ich bin so gespannt. Guck mal, wie seine... Ich habe nicht mal geschafft, dich zu spiegeln. Ich glaube, seine Augen gehen schon zu. Ich so nicht ganz zufrieden bin. Warum ist Läufer D6 nicht so dolle? Ganz einfach, weil es hier den D-Bauern versperrt und dadurch kommt der Läufer auf C8 nicht ins Spiel. Anfang einer Schachpartie soll man ja die goldenen Regeln einhalten. Heißt, Leichtfiguren entwickeln, mit Bauern das Zentrum besetzen, um Raum zu schaffen für die Figuren und habe ich alles nicht gemacht. Ganz schnell den König rochieren, um ihn in Sicherheit zu bringen. Läufer D6 ist der erste Zug, wo ich sage, na, nicht so doll. Besser sowas wie Läufer C5 oder Läufer D4. Ja, Digga, das wäre einfach die komplette Kopie gewesen, wenn du den dort hingespielt hättest. Das nicht ich wollte gewesen. Dich kopieren. Ich hab's noch nicht mehr geschafft, dich zu kopieren. Ja, so scheiße bin ich. Schaffst nur du. Einfach raus mit dem Läufer. Rochade vorbereiten. Profis spielen übrigens hier Springer schlägt E4. Das nur am Rande erwähnt. Springer E4, D5. Und dann holen sie sich hier die Figur wieder. Läufer D3, zack, zack. Und dann hat man eine ausgeglichene Stellung. Das ist krass, das hätte ich machen müssen. Ja. Wie gut er das zeigen kann, ne? Ja, und wenn man das sieht, klingt es auch immer so logisch. So, ja klar, spiel doch das, da kannst du so. Ja. Aber du siehst es nicht, wenn du dort sitzt. C5, Läufer B4 hätte ich hier gut gefunden. Läufer D6, okay. D3, guter Zug, macht den Weg frei für den Läufer. War das deine Intention, Adi? Ja klar, war das meine Intention. Es sieht so aus, als ob Adi Toto nicht zum ersten Mal Schach spielt. Das sind alles vernünftige Züge. Trimax dagegen, da bin ich mir nicht sicher. G5. G5 ist ein... Ja, wie hat er geguckt, Digga? Wieso guckt er so, wenn ich G5 mache? Wie guckt er? Harter Blunder. Warum? Ja, weil der Bauer einfach geschlagen werden kann. Das ist ganz einfach. Hab ich nicht gemacht, Material oder? Ist super wichtig im Schach. Was hätte Schwarz besser machen sollen? Rochieren. König in Sicherheit. Standardzug in der Eröffnung. Damit bringt man, ja, den König in Sicherheit und den... Ja, Max, sag mal, wieso hast du nicht rochiert? Was ist rochieren? Standardzug. Warum, was ist rochieren? Wenn du den König und den Turm tauscht. Hinten. Darf man? Ja, aber du hast gesagt, wir sollen ohne das spielen. Okay. Den Turm ins Spiel. Anstatt ihn in der Ecke stehen zu lassen. Gut, G5 ist ein dicker Fehler. Läufer G5. Weiß nimmt raus. Ihr seht auch schon hier, den Bewertungsbalken habe ich drin gelassen, damit ihr eine Vorstellung habt, was das bedeutet, gemäß
Schachcomputer. Lol, da habe ich das Game schon verkackt. Naja. Da habe ich schon verloren, statistisch. So scheiße habe ich eröffnet. Nee, nicht verloren, aber statistisch bin ich dort krass im Vorteil. Du bist bei 6,5, ich bin bei 2,5. Das ist ja gar nichts, Digga. Da habe ich statistisch schon so krass verloren. Mit einem Bauern da falsch bewegt. Ja, weil, was kommt als nächstes? H5. Das ist wahnsinnig interessant, Matsu. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Krass, ne? Ja, komm. Digga, guck mal, wie fest im Vorteil ich jetzt bin links. Holy shit. Was hast du denn gemacht? Du hast den Bauern scheiße hingestellt. Das war einfach ein scheiß Zug. Für alle Leute, die das Spiel nicht gesehen haben. Ich bin jetzt viel im Vorteil, aber wartet ab. Oh okay. Gott, stimmt. H3 war nicht unbedingt nötig, ist aber okay. Springer. Ich sag, er wird dich mehr flamen als mich. Ja, safe. Am Schluss 100%. Nee, was macht der Springer da? Er greift C2 an, er greift A2 an, er greift D3 an. Problem, das ist alles gedeckt. Der Springer geht also unnötig auf Reisen. Heißt das Pferd Springer? Ja. Reisen. Weiß greift den Springer an. Das ist eine Drohung, sagt man im Schach. Digga, Adi, du hast mich bedroht, du Assi. Drohungen müssen pariert werden, abgewehrt werden. Das heißt, Springer wieder zurück. Springer C6 wäre hier logisch. Oder von mir aus auch Springer A6 an den Rand. Aber Hauptsache nicht hier stehen lassen. Schwarz macht A5. Das ist nicht gut, weil Weiß den Springer nehmen kann. Hat er das gemacht? Ja, hat er gemacht. Super. Boah. AB4 greift. Wie geil, du kannst mich jetzt nicht töten gerade. Ja, ey, aber ich bin gerade erstaunt, dass ich so gut gespielt habe. Was? Also, weird flex an dieser Stelle auch mal. Springer an. Kleines Problem hier. Der Turm ist ungedeckt und den kann Weiß schlagen. Hast du nicht gemacht, weiß ich noch. Hast du nicht gemacht. Das haben jetzt beide aber allerdings übersehen. Oh, was? Das ist ja so ein Bruch. Digga, wie dumm bist du? Das ist einfach dein Turm. Wo denn los? 10+0 gespielt, Minuten, ne? Rapid. Ich meine, die haben auch mit... Ja, genau, da war eine Uhr und die war 10+0, meine ich. Das war eine geile Uhr. Die war geil. Hier hängt der Turm. Das hat jetzt Weiß übersehen und spielte Springer B5. Schwarz sollte jetzt hier auf A1 nehmen, aber Schwarz hat das jetzt auch übersehen, spielt Läufer C5. Jetzt übersehen beide eine ganze Weile. Wie lange haben wir das nicht gesehen? Das ist so verbrochen. Das macht die doch so fertig. Aber wenn du mich genommen hättest mit dem Turm, hätte ich dich ja mit meiner Dame nehmen können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen. Nee, ich hab's einfach nicht gesehen. Ist nachvollziehbar, weil in dieser Stellung hier standen noch Bauern dazwischen. Und in dem Moment, wo geschlagen wurde, hat sich die Linie geöffnet. Aber das haben die beiden in dem Moment nicht realisiert. Das ist nicht ungewöhnlich für dieses Niveau. Weil man ja das Bild vorher im Kopf hatte, dass dann zwei Bauern auf der A-Linie dazwischen stehen. Da finde ich schön, wie er uns verteidigt. Aber die Leute, die in den Kommentaren uns trotzdem zerrissen. Schwarz nimmt raus, Weiß nimmt raus den Bauern. Und jetzt... Alter, wie krass wir gespielt haben, fand ich. Aber ich finde trotzdem, dass es gut aussieht. Nimmt Schwarz hier auf E4, das ist nicht gut, gelinde gesagt. Gelinde. Digga, ich bin bei 95% vorne. Ja, weil du bist auf 95% scheiße. Was heißt gelinde gesagt? Dass es schon heftig ist. Okay. Weil es die Dame einstellt. Die Türme steht immer noch. Oh, stimmt, das war dein Fehler, das weiß ich glaube ich noch. Digga, die Türme steht immer noch, das muss ich doch so brechen. Digga, wie lang standen diese scheiß Türme? Ja, Schwarz hat jetzt schon deutlich Materialnachteil. Ganze Figur mehr hier. Ist ein dicker Fehler. Weiß hat das gesehen, sehr gut. Hat sehr gut, die weiß. Dame genommen. König D8. Rochade. Hey. Im 15. Zug. Natürlich hängt hier immer noch der Turm. Digga, und der Türme sind so am Abhängen da draußen. Digga, die Türme und der Außenbahn sind so am Chillen. Selten haben zwei Türme so gechillt. Turm schlägt A1. So, jetzt hat das Trimax gesehen, nimmt hier raus. Alter, ich hab's gesehen, nicht du. Dame A1. Aber inzwischen hat Weiß eine ganze Dame mehr. Das ist zu viel. Das ist wahnsinnig viel. Der Vorteil ist riesig. Ja, das müsste man eigentlich easy gewinnen. Also, wer das verkackt, ist ja wie ich... Wer das nicht gewinnt, ist schon echt scheiße. Springer D2, schöne Springergabel hier. Das nennt man Springergabel. Das ist ein wichtiges taktisches Motiv. Boah, Digga, wie gut, Weiß sollte jetzt hier den Turm absichern. Wer hat die Springergabel gemacht? Du hast die Springergabel gemacht. Schach oder so. Digga, ich habe eine Springergabel. Ach stimmt, mein Bruder meint, ich habe eine Gabel gemacht. Ja. Ich habe eine Gabel gemacht. Das war der beste Zug bisher. So. Aber er spielte B3, sichert den Läufer ab. Jetzt nimmt Schwarz hier auf F1, das ist gut. König F1. Bei Weiß gefällt mir, dass er immer wieder auf diese naheliegenden Züge reagiert und immer wieder mal was schlägt. Ne? Ja, klar. Ignoriert das nicht einfach. Es geht weiter mit C5, greift den Springer an. Springer F5 Schach. Guck mal links, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Weiß hat gewonnen, 100%. Digga, Weiß hat 100% gewonnen. Ah, nee, weil halt im Moment Schach ist, glaube ich, deshalb. Nee, das ist falsch. Und was jetzt falsch ist... Das ist auch eine Gabel. Partie, ich habe eine Gabel gemacht. Das geht hier nicht. König F6 hat Trimax gespielt. Geht hier nicht, weil die Dame das Feld F6 deckt. Lol. Das wurde übersehen. Was, wir haben einen illegalen Zug gespielt. Wir sind so kacke, dass wir einen illegalen Zug gespielt haben. Das guck ich dir mal an, wie er verzweifelt. Oh, nee. Einen illegalen Zug. Auf Anfängerniveau, dass solche
die Wirkung von, die Wirkung von fernwirkenden Figuren halt übersehen wird. Oder der Einfluss von fernwirkenden Figuren. Und sie haben... Digga, der hat doch gar keinen Bock mehr auf seinen Job, oder? Wir haben einen illegalen Zug gespielt. Unser gesamtes Schachspiel ist illegal. Dann die Partie einfach mal... Aber ich muss ganz kurz sagen, The Big Greek, ich weiß nicht, wie du heißt in Real Life, ich lieb dich. Ich finde den auch super. Eine angenehme Stimme, Digga. Ja, ich mag das. So der Dialekt und alles, Digga, geil. Einfach nur geil. Ist mega geil. G5, wir machen ganz schnell weiter. B2, G6, Läufer B3, F5, Läufer A2. Ja, haben wir da gespielt. Dame A8, B1, Dame, nimm. Dame B8, greift den Bauern an. Natürlich könnte man schon längst matt setzen, aber das ist egal. Damit Adi, das ist egal. C8, D5, G7, Läufer. Guck mal links die Leiste an, du hast 100% gewonnen. Du ja, ich denke. Unter Profis hat Schwarz noch nie verloren. Ja, logisch. Unter Profis hätten die uns schon nach 8 Zügen wahrscheinlich Schachmatt gesetzt. Ja. König G3, G8, Dame, Schach. Weiß holt sich eine zweite Dame. König. Digga, ich habe zwei Damen, ne? Zwei Damen und ein Pferd, Digga. H3. So, hier steht der König schon am Rand. Schon sehr schlecht. Hier könnte man schon sehr schnell matt setzen, weil man mit Weiß ja zwei Damen hat. Das schnellste Matt ist hier Dame C7. Und dann Dame G3. Oh mein Gott. Das ist matt im nächsten, egal was passiert. Sagen wir mal. Das ist einfach matt in einem Zug hättest du machen können, Digga. Oh, Digga, das Video geht noch 10 Minuten und du hast matt in einem Zug, aber jetzt ist die Frage, warum geht das Video noch 10 Minuten? Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, er wird so verzweifeln. Weiß macht irgendwas mit dem Läufer, dann kommt Dame G3 matt. Und der König kann nicht mehr fliehen und wird angegriffen. Matt ist ja, wenn der König angegriffen wird und nicht mehr wegziehen kann, die angreifende Figur nicht geschlagen werden kann. Kann sie nicht, weil die Dame von G8 die Dame auf G3 deckt. Und es kann nichts dazwischen gestellt werden, weil natürlich überhaupt kein Platz hier ist. Genau, dann ist es matt. Es gibt auch ein anderes Matt, wenn der König gezogen hätte, dann ist Dame G4 schnell matt. Um euch noch was zu zeigen, der Springer deckt hier die Dame und es ist matt. Ja klar. Sehr matt dann. Ja, du hast 5 Matts übersehen. Aber es ging hier munter weiter mit ganz anderen. Es ging munter weiter. Zügen, Dame C5, Läufer E4, Dame D8, König G3, Dame D5, ja, wieso nicht? Läufer D5, F6, König F3, Dame D5, so, Schwarz hat nur noch den König. König. Digga, du hast nur noch den König. Ey, warum geht das Video jetzt noch 10 Minuten, Digga? Aber das ist, Digga, weil ich komplett verschissen habe. Ich habe noch 2 Bauern, eine Dame, ein Pferd und mein König. Wie kann man es hier nicht schaffen? Das ist so geil. Setzen, glaubst du, er wird sich noch lange an das Spiel erinnern, weil das so außergewöhnlich ist? Ich glaube schon, ja. Und da freue ich mich. E3, F7, König F4, F8 Dame, König E3. So, jetzt haben wir hier eine Stellung. Kleine Aufgabe. Ich finde das gerade so geil anzugucken. Weiß kann auf 5 verschiedenen Art und Weisen matt setzen hier. 5 Arten, Digga. 5. Ja klar. Du kannst auf 5 Arten matt setzen. Das ist so geil. Versuch die mal zu finden. Das ist eine kleine Aufgabe. Dame D4. Die 5 Arten matt zu setzen. Versuch die mal zu finden. Adi findet keine. Hier ist matt. Dame 8 F3 ist matt. Dame F2 ist matt. Springer G4 ist auch... Wie schnell sieht der das, ja, Digga? Ja, das ist krass. Wie schnell kann man das sehen? Auch sogar matt, ne? Weil die Damen hier... Da hat ein Zuschauer recht, es ist schon fast schwieriger, nicht matt zu setzen. Also, alles, was du setzt, ist matt, aber du hast es nicht geschafft. Die ganzen Felder kontrollieren, der König kann nicht fliehen. Was ist noch matt? Dame C5? Nein, irgendwas anderes ist noch matt hier, glaube ich. Boah, jetzt macht er seine Notizen auf. Na, Dame F2, Dame F3, Springer G4, Dame D4, Dame DF3 natürlich, ist auch ja, klar, ist matt. Genau, der König kann nirgendwo hin, der Bauer deckt das Feld D4, König ist angegriffen, kann nicht fliehen. Na gut, aber stattdessen ging es weiter. Na gut. Damit Dame ich C5, weg. König E4, Dame E8, König F4, Dame F8, König E4, Dame C6, König E3, Dame B6. Wir machen mal weiter hier, ich gehe mal schnell vor. Er kann es nicht fassen, was da passiert. Weiß schafft es nicht, matt zu setzen. Und jetzt haben wir eine Stellung, die man sich merken kann. Es ist nämlich das sogenannte Treppe. Ja, die hat mir Niki gezeigt. Die hat Niki erklärt. Man muss per Treppe ausschalten. Ja, das ist auch logisch jetzt, dieses scheiß Treppending. Matt, was man hier anwenden kann mit Schwerfiguren. Wenn man 2 Schwerfiguren hat, da sind entweder Schwerfiguren sind Dame. Turm und oder Turm. Dann kann man hier mit sogenannten Treppenmatt ansetzen. Dame, das ehrenlose Treppenmatt, wie auch manche Streamer sagen. Schach, König muss auf die nächste Linie. Schach, der König wird immer weiter vertrieben zur nächsten Linie. Linie, klar. Jetzt Dame G7. Ja, es sieht so einfach Schach aus. Der König muss auf die H-Linie. Und jetzt kommt die Dame, sagen wir mal nach H8. Der König zieht irgendwo hin. Und jetzt ziehen wir den Springer weg. Schachmatt. Und dann ist matt am Rand. Da ist das klassische Treppenmatt. Das macht man immer im Blitzen oder Rapid, wenn man nur noch 2 Schwerfiguren hat.
Wenn man den so zuhört, ist Schach echt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Oder mit zwei Schwerfiguren am besten. Was hat Weiß gemacht? Nee. Ich wusste, dass es dieses Treppenmatt gibt, aber ich wusste nicht, wie man das spielt. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie irgend so was Komisches gespielt. Waren woanders in der Partie. Dame, zack, 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 zack. C6. Er will sich noch eine Dame holen. Warum nicht? Macht ja Spaß. Drei Damen. So, drei Damen. Ist zwar nicht nötig. Oh Mann. Ist zwar nicht nötig. Der hasst dich. Und hier muss man langsam aufpassen, dass es nicht Patt wird. Nee, Patt, das wird es auf keinen Fall. Patt darf es nicht werden. So, um das mögliche Patt zu vermeiden, würde ich empfehlen, doch immer Schach zu geben, statt kein Schach zu geben. Auch hier wieder mit Treppenmatt, ne? Arbeiten hier, Schach geben und dann auf der H-Linie eventuell Matt setzen. Ja, auf der H-Linie natürlich. Weiß möchte nicht, dass der König flieht. König, E3. So, und jetzt haben wir wieder eine Stellung hier. Junge, das ist so geil. Ich finde das gerade, es macht mich so glücklich, das zu sehen, wie kacke er uns findet. Das macht mich so aggressiv, wie scheiße ich gespielt habe. Ja, voll ich komme ja gut dabei raus. Du hast schon mal Schach gespielt, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immerhin die Felder gesehen, wo ich hingehen kann mit dem König. Noch geiler ist dein Profilbild oben links, Trimax. Hast du Trimax gegoogelt und dein Bild da reingemacht. 7-6, Eis kann wieder auf fast schon unzählige Art und Weisen matt setzen. Nochmal, matt setzen bedeutet, man muss den König angreifen. Wenn man ihn nicht angreift, ist kein Matt. Wo ist das Matt? Zum Beispiel hier, Dame G3. Das ist auch ein Treppenmatt eigentlich, ne? Eine Variation. Was? Die drei Damen. Das wäre ja easy matt gewesen, Digga. Ja. Bin ich komplett dumm. Mhm. Das, ja. Das versucht er seit 20 Minuten zu vermitteln, aber du hörst ja nicht zu. Ja. Jetzt sehe ich es auch, Digga. Damen, Decken, die zweite, dritte und vierte Reihe. Der König wird angegriffen. Ja, die decken alles. Das halbe Feld decken ein die. Ein weiteres Matt ist hier auf, ich vermute mal das hier, ja, hier auf der dritten Reihe. Das auch liegt matt. Daran, dass der König hier auf E1 die ganzen Felder wegnimmt, dem schwarzen König. Dann haben wir hier noch ein Matt. Hm. Er hat bisher noch in keinem einzigen Video jemals so oft erklärt, was alles matt ist. Wo ist noch ein Matt? Dame F2 ist matt. Haben wir noch eins? Dame A3 ist matt, ja klar. Auf der dritten Reihe ist überall matt. Ja, klar. B3. weil der König hier die Felder deckt. Aber. Man vergisst immer, dass der König auch schlagen kann. Mhm. Das war, glaube ich, mein Fehler. Mhm. Ich denke, ihr wisst schon, was kommt. Weiß hat nicht matt gesetzt. Er hat hier die Einengungsstrategie zur Perfektion. Und ihr seht den Ball, ne? Geht runter auf 0-0-0. Ja. In einem Zug. Er hat die perfekte Einengungsstrategie hier gewählt. Der schwarze König kann nicht mehr fliehen. Alle Felder um den schwarzen König herum sind von Weiß kontrolliert. Oh, nee. Aber, ihr seht es, der schwarze König wird nicht angegriffen. Und das ist Patt. Patt ist Remis. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Unentschieden. Junge, das Ding ist ja. So geil. Als ich das realisiert habe. Unentschieden. Guck dir links alles einmal 50-50. Digga, wie kann man mit drei Damen unentschieden spielen? Das ist unmöglich. Das ist sogar der größte so Anteil, ohne mit drei Damen nicht unentschieden spielen. Dieses Schachspiel wird er nie in seinem Leben vergessen, wenn er mit drei Damen und einem Pferd unentschieden spielt. Digga. Es ist so krass. Du konntest. Das war wirklich die einzige Möglichkeit, wie ein Unentschieden geht. Dieser einzige Zug und du machst ihn. Legende. Das ist am Anfang echt nicht einfach, da vertut sich jeder mit. So haben wir auch alle angefangen, irgendwann mal in grauer Vorzeit. Oh. Und das ist etwas, was man am Anfang, ja, Kindern zum Beispiel beibringen muss. Kindern zu das beibringen! Ja, ich bin 24, das passt schon. Den Unterschied zwischen Matt und Patt. Auf jeden Fall eine coole Aktion und ich werde natürlich wieder reinschauen. Haut rein! Legende, Digga. Legende. Was für eine Legende, Digga. Bodenlos. Geiles Video. Geiles Unentschieden. Gut gespielt, Adi. Berechtigt. Schönes Putt GG an der Stelle. Haben wir beide. Wirklich war ein Duell auf Augenhöhe. Hm? Stark.